Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Kuriositätenkabinett. Wir spielen wieder Divinity Original Sin. Ja, was ist das letzte Mal passiert? Eigentlich total viel kranker Shit, ja. Wir wollen ja hier, oder wir sind ja eigentlich ja nur in Syceel, um diesen Mord an Ratsherrn Jake zu untersuchen. Ja, irgendwie sind wir dann das letzte Mal, oder zumindest das vorletzte Mal, in diesem Krankenhaus gelandet, wollten eigentlich nur mal mit dieser einen Frau sprechen, die so ein mysteriöses Artefakt hat, mit dem man Leute heilen kann. Tja, und plötzlich wurden wir einfach weggebeamt in irgendeine andere Welt. Da sind wir auf einen Imp gestoßen, der uns erzählt hat, dass die ganze Welt kurz vor dem Untergang steht und wir sollen irgendwas dagegen tun. Yo, und auf jeden Fall ist alles total crazy und verrückt, ja. Und eigentlich wollte ich ja hier nur ganz gemütlich diesen Mord aufklären. Und jetzt haben wir noch ganz viele andere Aufträge an der Backe. Nichtsdestotrotz haben wir letztes Mal erstmal mit den Morduntersuchungen weitergemacht, sind jetzt hier endlich in den Tatort reingegangen und haben hier dann einen Sternenstein gefunden. Und dieser Sternenstein hat in der anderen Welt offenbar ein Tor geöffnet, das wir uns dann irgendwann mal angucken werden. So. Jetzt aber erstmal möchte die liebe Madora mit uns sprechen. Tja, mal gucken, was die Gute zu sagen hat. Dieser Raum, von Quellenmagie derart verseucht, schrecklich. Wenn ich nicht bereits dieser Ansicht wäre, würde ein Blick in diesen Raum genügen, um zu wissen, dass Magie ein Verstoß gegen die Natur ist. Boah, die alte Leier wieder. Was sagt Pippi dazu? Ja, nee, ich würde mal sagen, Pippi ist in der Hinsicht vernünftig. Die sagt nicht, alle Magier sind böse. Was hat Brunhilde dazu? Oh Gottes Willen. Genau. Brunhilde gibt Pippi einfach mal recht. Ihr habt vollkommen recht. Nach Madoras Logik müsste man uns wegen der Verwendung unserer eigenen Zauber hängen. Es ist doch hoffentlich klar, dass ich von solchen Dingen nichts wissen möchte. Ein Quellenjäger gehängt, beim Willen der Göttin, das wäre Blasphemie. Ich glaube nicht, dass Magie jeder Art furchtbar ist. Nur der Großteil, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, liebe Madora. Nun ja, völlig Unrecht habt ihr vielleicht nicht. Mag sein, dass ich gar nicht hier wäre, hätte ich nicht auch meinen Teil an Heiltränken und Ähnlichem geschluckt. Ja, das glaube ich, dass du irgendwas geschluckt hast. Die Alte ist echt ein bisschen gestört. Vielleicht sollten wir die mal irgendwann auswechseln. So, jetzt gucke ich mal kurz ins Journal. Und ich bin übrigens immer noch ein bisschen erkältet, ja. Deswegen entschuldigt meine Stimme, wenn ich mich zwischendrin mal räuspern muss. Aber ich musste jetzt einfach irgendwie aufnehmen, weil mir sonst die Folgen ausgehen. So, was haben wir denn hier noch alles? Machen wir mal zu. Also noch jede Menge Zeug zu erledigen. Die Frau des Ratsherrn. Genau, wir haben ja auch einen Liebesbrief gefunden am Tatort. Darin beschrieb der Herzog von Ferrol, wie er und Esmeralda zusammen sein könnten, wenn Jake tot wäre. Da muss man natürlich mal mit dem Herzog drüber reden. Der müsste ja eigentlich noch hier sein. Dann hier steht, okay, wir waren am Tatort und fanden eine Blutlache vor. Wir müssen die Leiche inspizieren. Ja, die Leiche ist ja leider verschwunden. Und Katzenliebe, wir haben ja auch noch mit der Katze hier gesprochen. Wir wurden von Tavernenkater Sam gebeten zu untersuchen, weshalb die Katze seiner Träume, Maxine, nicht an ihm interessiert ist. Tja, das ist auch natürlich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, ja, die, wenn sie nicht erfüllt wird, die Grundfesten der Welt erschüttern könnte. Und dann haben wir hier noch jede Menge anderen Kram. Aber jetzt würde ich sagen, reden wir doch erstmal mit dem Ratsherrn und legen ihm den Brief vor. Mal gucken, was er davon hält. So, jetzt. So, Entschuldigung. Das muss jetzt sein. Ratsherr. Can I help you? Oh, hallo. Ich nehme an, ihr seid hier, um mich gnadenlos zu verhören. Oh, ich habe Angst. Damit ihr Informationen von mir erhaltet, die ich überhaupt nicht habe. So wie es unser edler Hauptmann Aureus bereits getan hat.
Ich habe da eine recht interessante Geschichte über euch und Esmeralda gehört. Ja, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Das ist nun wirklich kein Geheimnis mehr. Und ich bezweifle stark, dass Jake zu Lebzeiten nichts davon wusste. Ich verstehe, dass Esmeralda und ich unter starkem Verdacht stehen, aber ich versichere euch, dass unsere Affäre weit weniger heißblütig und schmutzig war, als es all diese Wichtigtour behaupten. Das haben wir doch schon gehört. Genau, diesen Dialog hatte ich doch schon. Können wir den jetzt nicht irgendwie konfrontieren mit dem Brief? Ich klicke hier nochmal kurz durch. Nee. Farewell. Kann ich den nicht irgendwie konfrontieren damit? Muss ich den vielleicht erst an Pippi schicken? Und ich habe hier unten noch die Bilder, die sehr, sehr viel wert sind. Die müsste ich natürlich jetzt dann noch verkaufen. Und das mache ich dann auch Pippi, die hat ja diesen Skill. Hier ist ein inaktiver Stein noch. Nee, das kann ich nicht dem irgendwie geben, ne? Good to see you again. Und da gibt es auch keine neuen Optionen. Farewell. Da muss ich wohl einfach mal mit Esmeralda sprechen. So, jetzt gehen wir hier mal raus. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu dem Kunsthändler da unten. Dem da. Und versuchen dir mal unsere Gemälde. Moment. Das ist dasselbe wie das hier. Der Hahn auch. Hat es was zu bedeuten? Wenn ich jetzt mit dir spreche. Nee. Na gut. Wir verkaufen ihm den Kram einfach mal. Und hier gibt es noch Schatzkarten. Könnten wir eigentlich gleich cool reinvestieren. So. Boah, das finde ich echt so kacke. Ich bekomme nur die Hälfte von dem, was es eigentlich wert ist. So, und wenn ich jetzt hier Schatzkarte... Das passt. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Habe ich das hier schon gelesen, das Handwerksbuch eigentlich? Na gut, es gibt nicht mehr viel. Aber das hatte ich doch schon gelesen. Ah, ich glaube, das habe ich auch schon gelesen, oder? Wobei, ich bin mir noch nicht sicher. Ich mache es lieber dann nochmal. Vorsichtshalber. Dankeschön. Ja, doch, das habe ich schon gelesen. So, dann kann ich das doch noch verkaufen. So. So, jetzt haben wir hier Schatzkarten. My map is slowly filling up with secrets. Ah. Okay, cool. Geheimnisse. Okay. Und das sehe ich jetzt auf der Karte.
Ah, hier. Okay, cool. Aber die liegen alle außerhalb. Aber gut zu wissen. Und jetzt kann ich die, glaube ich, eigentlich wieder... Muss ich die wieder verkaufen können, oder? Halt zu weitaus weniger. Ich hoffe, die gehen jetzt dann nicht weg. Oder? Die sind doch noch da jetzt. Ja, sehr gut. Okay, da werden wir uns dann nachher auch mal umgucken. Wenn wir dann endlich mal Sicile verlassen, um dann diese Schätze hier zu heben. Und da sind bestimmt ein paar coole Gegenstände drin. So. Jetzt müssten wir mal zu dieser Esmeralda. Haus des Kochs. Hafenlager. Beziehungsweise die Leiche müssten wir auch nochmal finden, ne? Wohnen die Esmeralda hier? War das das Haus hier? Das ist Königskrabbe, das ist die Klinik. Das ist dieses Geisterhaus, glaube ich. Da gucken wir dann auch noch irgendwann mal rein. So, Esmeralda. Oder das Haus von Ratsherrn Jake brauchen wir ja. Ist es das hier? Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin auf jeden Fall. Ah, Esmeralda. Sehr gut. Hintereingang. Halt, wo ist denn das Front? Wo ist da die Front von dem Haus? Und ich werde jetzt Dialoge übrigens immer mit Pippi spielen, ja, weil ich eigentlich nicht will, dass die automatisch antwortet. Denn, wie gesagt, das ist bei ihr alles jetzt zufällig eingestellt und dann wird das mit der Charakterbildung irgendwie ziemlich unschön. Deswegen mache ich das jetzt selber und wähle einfach immer das aus. Oh, noch ein Rezeptbuch. Backe, backe Kuchen. Und ein Apfel. Sehr nice. Ja, erstmal benutzen, damit wir sehen, was der für Wirkungen hat. So, was macht ein Apfel? Heilt und Giftresistenz für 3 Züge. Okay, dann wissen wir das jetzt. Und was steht hier drin? Mehl, Wasser, Apfelkuchen, Fischpastete. Okay, ja, das wussten wir ja schon, dass man mit Mehl und Wasser Teig machen kann. Das wussten wir schon. Ich glaube, wir haben auch schon irgendwo Teig, ne? Hier, genau, das wollten wir ja noch braten irgendwann. Das lege ich mal hier rein, damit wir es nicht vergessen. Mehl haben wir auch noch genug. Wasser könnte man dann mal wieder auffüllen. So, aber jetzt schauen wir endlich mal zu Esmeralda. Ein Wachmann ist auch hier. Septimus. Und da ist die Esmeralda. Die hat offensichtlich einen Wurstwaren oder einen Lebensmittelladen. Oh, schau ich den geilen Schinken an. Was ist das hier eigentlich für eine Troller? Ist die wirklich so heiß? Bleib doch mal stehen. Wegen dir sollen immerhin Menschen umgebracht worden sein. Ja. Ja, passt schon, ne? Umbringen würde ich für die jetzt niemanden. Oh, da hinten ist ein Schlüssel. Und da ist ein Keller. Der perfekte Mord. Nein. Ah, das kann doch nicht sein. Tja. Ich würde sagen, die Lady ist überführt. Ich gucke jetzt nochmal hier hoch, was hier oben ist. Vielleicht finden wir hier gleich noch Beweismittel.
Schlüssel zu Esmeraldas Haus. Oh ja, den nehmen wir mit. Dann können wir nämlich durch den Hintereingang. Dankeschön. Hemden. Da ist noch eine Truhe. Was? Stinkende Unterhose. Gibt Charisma plus eins. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Boah, ich würde eigentlich so gern alles wegnehmen und alles verkaufen. Aber irgendwie... Wir sind ja doch irgendwie dann doch gute Menschen, ne? Oh, Alter. Und hier liegen auch voll die geilen Waffen rum. Hier, vielleicht können wir die Frau dann noch einfach verhaften lassen irgendwann. Wisst ihr was, bevor ich jetzt mit ihr rede? Ich gehe jetzt gleich mal hier hinten raus. Hinten rein. Den Schlüssel haben wir ja. Das mit dem Tür zumachen nervt so ein bisschen. Und konfrontiere die dann gleich ja mit dem Buch, der perfekte Mord. Hier liegt immer noch das Schaf, das wir da hingelegt haben. Na? Seeing that I'm neither married, engaged, or attached in any way, I have never bothered to inquire. Light, handsome, and single. Don't go anywhere tonight, Legionnaire. I'd be afraid to be alone in the dark. Gottes Willen. So. So, dann schauen wir uns hier mal das Buch an. Der perfekte Mord. A book about setting up the perfect crime. Oh ja. Kann man das lesen? Andere den Löffel abgeben lassen. So plant man den perfekten Mord. Von M.R. Gigler. Gewinner des Schlagringpreises der Attentätergilde. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber ich lasse es mal kurz da. Wenn ihr das lesen wollt... Gerne, einfach anhalten. Ich werde es nur mal kurz so überfliegen. Scheint auf jeden Fall ein ziemlich lustiger Text zu sein. Auswahl der Vorgehensweise. Das können wir uns mal lesen, das ist vielleicht ganz interessant noch. Die Auswahl einer Methode, mit der das Opfer tranchiert, erwürgt oder erstochen werden soll, ist eher eine Frage der Kunst als eine Frage der Wissenschaft. Für sportliche Typen sind Pfeile hervorragend geeignet. Mit einem Dolch lässt sich der Teppich rot färben wie ein Rosenbeet. Erstickung ziemt sich für Liebhaber und Mütter. Boah, das ist böse. Vergiftung bietet sich besonders bei verbitterten Herzen an. Letzten Endes solltet ihr euch für eine Methode entscheiden, von der ihr glaubt, dass sie am besten dafür geeignet ist, die gewünschte moralischen und spirituellen Auswirkungen zu erzielen. Ausführung. Okay. Oh weh, das ist umfangreicher. Der wichtigste und erfreulichste Schritt... Kommt die hier eigentlich hinten rein? Das wäre echt ungünstig. Der wichtigste und erfreulichste Schritt bei einem Mord, lieber Leser, ist der Zeitpunkt der Ausführung. Damit meine ich nicht die rohe Gewalt, wenn ihr euch für eine gewalttätige Methode entschieden habt, oder den stets qualvollen Zeitraum zwischen der Verabreichung des Gifts und den ersten Anzeichen seiner Wirkung. Nein, der Zeitpunkt, von dem ich spreche, ist der Moment, in dem das Leben aus dem Opfer entweicht und seine Augen sich verklären. Von hell zu dunkel, von lebhaft zu ruhig, von leuchtend zu starr. Dies ist die heilige Minute, die Minute, in der sich die Tat vollständig materialisiert, nicht mehr geplant oder versucht, sondern vollzogen wird. Bla bla bla, okay. Das Nachleuchten, oh wei, oh wei. Entsorgungsmethode. Das ist interessant. Oh Gott, vielleicht weiß ein paar Bettler, eine Bettlerfamilie ein paar fleischige Rippchen zu schätzen. Sophie doch nicht. Ein Moor.
Oh, catch me, for I might faint. Ah. Und bei einem frisch ausgehobenen Grab auf eurem örtlichen Friedhof würde es kaum auffallen, wenn ihr ein wenig Müll unter dem Sarg verstaut. Okay, das ist interessant. Weil, ich meine, wenn sie es war, dann hat sie ja die Leiche beseitigt. Vielleicht hat sie sie einfach nur in ein anderes Grab geschafft. Kann natürlich auch sein. Okay, spannend.